Lieber Davide, ich bin Gymnasiallehrerin für Physik und Chemie und habe 10 Klassen, zum Teil nur 1 bis 3 Stunden pro Woche und 25 bis 30 Schülerinnen pro Klasse. Da fällt es mir ehrlich gesagt schwer, mir alle Namen der Schüler merken zu können. Dementsprechend schwierig finde ich es auch, Beziehungen aufzubauen. Liebe Anja, danke für dein E-Mail, das du mir gerade gestern geschickt hast. Und es ist gerade ein guter Zeitpunkt, weil ich habe Ferien, also noch ein bisschen mehr Zeit und kann jetzt genau dieses Video für dich und all die Gymnasiallehrer machen, die genau dieses Problem haben. Und zwar Fachlehrperson zu sein und so viele Schülerinnen zu haben, da irgendwie den Überblick zu behalten. Und dazu möchte ich dir jetzt einfach ein paar Punkte aufzeigen, wie ich es machen würde. Ich habe insgesamt etwa 80 bis 100 Schülerinnen, je nachdem wie man es ansieht, und nicht gegen die 250 oder 300 Schüler. Aber wenn ich es machen müsste, ich habe mir das überlegt, dann würde ich die folgenden Dinge so machen, wie ich es jetzt auch schon tue. Punkt Nummer 1. Ja, bitte lern alle 300 Namen der Schülerinnen. Denn der Name ist Identität. Wenn du einen Schüler in einer Lektion ansprichst mit du oder hey du mit der Mütze oder hey du mit dem blauen Pullover, was auch immer, dann ist das unpersönlich. Beziehung fängt mit dem Namen an und du bist bestimmt eine sehr intelligente Person, die sich mit Fotos, die du vielleicht irgendwann mal machst von den Schülern, das sind auch bestimmt andere Lehrpersonen aus eurem Team, die sie nutzen können, aber nimm dir mal diese Zeit, alle Schüler zu fotografieren, außer es ist schon vorhanden. Und lerne es. Du hast bestimmt schon genügend Vokabular aus Fremdsprachen in deinem Leben gelernt. Du wirst auch das hinkriegen. Das ist so viel wert. Gut, dann Dokumentation. Ja, ich arbeite nur digital. Wir benutzen jetzt an unserer Schule ein Programm, das heißt Escola. Das ist aber, glaube ich, eher ein Programm, das vor allem in der Schweiz benutzt wird. Es gibt auch noch bei uns LehrerOffice. Das benutzen viele Schulen. Ich bin mir sicher, dass an eurer Schule schon irgendein Programm vorhanden ist. Es gibt eine große Auswahl und alle haben ähnliche Funktionen, wo du ein Profil von Schülern hast und einfach da das dokumentierst und je nachdem Zugriffsrechte den Schülern und Eltern geben kannst, damit sie einsehen können, was du da notierst und was nicht. Solltest du dieses Programm nicht haben, dann würde ich persönlich einfach ein Excel erstellen, dann für deine Klasse 10 Excel-Sheets, dann die Namen auflisten und da einfach zum Beispiel alle 3-4 Wochen kurz etwas aufschreiben. Sei es etwas Positives und gerade wenn etwas Störungsmäßiges passiert, dann das auch genau da sofort aufschreiben. Und die wichtigste Funktion auf deinem Laptop dabei ist Copy-Paste. Denn du kannst dir ein Lob beispielsweise einfach copy-pasten und 10 Schülerinnen gleichzeitig geben. Hast du es relativ schnell reingeklickt. Und du kannst Einzelnotizen kopieren in ein E-Mail. Dafür brauchst du auch die Liste aller Mailadressen von Eltern, damit du das, den Eintrag gleich per Copy-Paste an Eltern schicken kannst. Gerade bei 300 Schülern würde ich zuerst mit E-Mail arbeiten und nicht vielleicht anfangen zu telefonieren. Das braucht mehr Zeit. Telefonieren würde ich erst, wenn es wirklich ein bisschen schwieriger wird. Sonst braucht es einfach zu viel Zeit. Wichtig ist noch bei der Dokumentation, schreib sachlich, die Situation beschreibend, möglichst nicht wertend und mit einer solchen Information, mit einem Wunsch von dir, damit der Schüler oder Schülerin weiß und die Eltern wissen, welches Verhalten du dir eigentlich wünschen würdest. Nur so gibst du den Schülern wirklich die Chance zu verstehen, wie sie sich eigentlich verhalten sollten. Entscheidend ist hier, dass du erkennst, dass du das letzte Wort hast. Denn es ist ein Gymnasium, die Schüler wollen eigentlich mehrheitlich da sein oder die Eltern wollen das vielleicht mehrheitlich. Und die Beobachtungen, die du machst, die können irgendwie in das Zeugnis mit einfließen. Ich nehme auch an, dass ihr eine Seite habt, wo man ein bisschen notiert, wie das Sozialverhalten ist. Und da können deine Notizen reinfließen. Wenn du am Ende der 5 Monate stehst, kurz vor der Zeugnisabgabe, dann kannst du nachgucken, okay, der und der und der Schüler so. Und das gebe ich jetzt der verantwortlichen Lehrperson weiter. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Verstärke den Kontakt mit der jeweiligen Klassenlehrperson. Es gibt ja immer eine Lehrperson, die zuständig für eine Gruppe von Schülern ist, bei uns heißt das Klassenlehrperson, und wenn du bestimmte Schüler hast, die mehrfach auffallen und stören, dann schau, dass du die Notizen auch per Copy-Paste gleich weiterschickst oder einfach im Lehrerzimmer oder wo auch immer das Gespräch mit denen führst
Und wenn die auf diese Schüler mehrheitlich zugehen können, dann merken die Schüler, die Erwachsenen sprechen miteinander. Ich muss da vielleicht wirklich anfangen, ein bisschen mehr über mein Verhalten nachzudenken und es irgendwie zu verbessern. Gut, der nächste Punkt ist, wenn du Schülerinnen rausschickst kurz oder dann zu ihnen gehst und unter vier Augen besprichst, weil du einfach mit ihnen austauschen willst, wie dir dieses Problem löst, kannst du Folgendes tun. Du gibst den Schülern immer zwei Optionen. Und meistens klingen diese Optionen irgendwie im Sinn von, Option 1 ist, du machst jetzt einfach weiter, so wie du gerade tust. Du störst, es macht, unterbricht den Unterricht, aber es wird eine Konsequenz haben. Und die Konsequenz ist diese und diese und diese. Die Option 2 ist, du reißt dich jetzt zusammen, tust das, was ich dir gesagt habe und wir können wieder gut zusammenarbeiten. Und das übergibt dem Schüler die Verantwortung, einen Entscheid fällen zu müssen. Wenn ein Mensch zwei Dinge zur Wahl hat, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass er sich für das Einfachere entscheiden wird. Und in diesem Fall ist es hoffentlich der zweite Fall, dass er oder sie sich dann besser verhalten wird. Ich weiß, es sind viele Schüler und ich weiß, Beziehung ist Arbeit und es braucht Zeit. Und gerade das ist ja die Herausforderung bei so vielen Schülern. Und was ich hier einfach sagen möchte ist, du musst nicht zu allen 300 Schülern irgendwie eine Beziehung aufbauen. Aber eine Beziehung aufzubauen zu Schülern oder einer Klasse braucht nicht so viel immer. Es sind Kleinigkeiten, die du im Unterricht machen kannst. Am Anfang der Lektion zu fragen, wie geht es euch? Und einfach mal schnell 2-3 Minuten da ein bisschen zu schwatzen. Und die anderen Schüler hören das und merken, die Lehrerin interessiert sich für uns. Für uns, was sonst noch außerhalb der Schule passiert. Oder kleine Zwischengespräche, wenn die Schüler gerade am Arbeiten. Fragst du mal, was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du eigentlich du für ein Hobby? Und so weiter. Und gerade wenn du da dir in jeder Klasse überlegst, welches beispielsweise die Alpha-Tiere sind. Oder die im Zentrum einer Klasse stehen. Die, welche du als Schlüsselelemente einer Klasse erkennst. Und wenn du dich ein bisschen mehr auf die fokussierst und so nicht alle 300 genau beachten musst, dann ist die Chance vielleicht größer, dass du da eine ganze Klasse so auf einmal packen kannst. Und gleichzeitig bedeutet Beziehung, konsequent zu sein. Wenn du konsequent bist mit den Dingen, die ich vorhin erklärt habe, mit der Dokumentation, dem Elternkontakt, Kontakt zu der Klassenlehrperson, dann merken die Schüler, ich bin dann über eine Grenze geschritten. Und junge Menschen brauchen das einfach. Das bedeutet einerseits, du bist vielleicht in dem Moment ein bisschen hart, aber gleichzeitig zeigst du ihnen auch menschlich, ich bin zuverlässig. Und das heißt, ich gebe dir eigentlich Halt. Auch wenn dieser Halt in dem Moment bei einer Störung eigentlich quasi ein Stopp ist. Aber dieser Halt kann auch bedeuten, dass junge Menschen wissen, meine Lehrperson ist auch jemand, auf den ich mal zugehen kann, wenn ich wirklich ein Problem habe. Also da einfach auch wirklich konsequent mit dem Verhalten von Schülern umzugehen. So, wir sind am Schluss und jetzt komme ich zum allerletzten Tipp. Und das ist eine mündliche Note für jede Klasse zu machen. Ja, ich weiß, 300 Schüler, erscheint unmöglich, aber du machst ja auch sonst Noten für deine Schüler, klar, vor allem von den schriftlichen Leistungsbeurteilungen. Aber eine mündliche Note bedeutet einfach, dass du zum Beispiel dreimal pro Halbjahr, also alle 2 Monate, dich mal hinsetzt und allen Schülern kurz eine schnelle Einschätzung gibst. Und zwar soll diese mündliche Note tatsächlich in die Noten einfließen. Und zwar machst du eine Bewertungsskala von plus 0,1 bis maximal plus 0,3, welches die Note aufrunden wird, also den Schnitt, den die Schüler bei dir haben. Und plus 0,1 bedeutet einfach, das sind Schüler, die still sind im Unterricht und einfach zuhören. Weil das bedeutet, wenn sie still sind, dass sie doch das meiste wahrscheinlich mitkriegen. Plus 0,2 für die, die ein bisschen mehr mitmachen und plus 0,3 für die, die sehr ambitioniert sind natürlich. Und dann kannst du aber auch in die entgegengesetzte Richtung gehen. Schüler, die anscheinend Besseres zu tun haben, als mitzumachen und mitzudenken, die kriegen vielleicht eine 0. Und Schüler, die wirklich anfangen zu stören, sprich überhaupt nicht präsent sind im Unterricht wahrscheinlich, gehen eher gegen vielleicht sogar minus 0,1, minus 0,2. Und jetzt natürlich, Mündlichkeit ist ein bisschen etwas Heikles, weil du bräuchtest im Prinzip eine dritte Partei, die das überprüft. Aber wenn du nach 6 Monaten eine mündliche Note fix setzt und vorher schon alle 2 Monate allen Schülern kurz auf einen kleinen Zettel aufgeschrieben hast, du bist bei 0,1, du bist bei 0,2, du bist bei
minus 0,1. Dann weiß der Schüler, aha, okay, das ist eine provisorische mündliche Note. Ich sollte gucken, dass ich in den nächsten 2 Monaten besser geworden bin. Und wenn ich dann immer noch nicht besser geworden bin, dann muss ich mich nicht wundern, weshalb ich am Schluss tatsächlich eine Abrundung gekriegt habe. Und natürlich sehr wichtig, hier ganz klar vom Sozialverhalten zu trennen, weil das sind eigentlich 2 verschiedene Dinge. Fachliche Leistung und Sozialverhalten. Aber mit der mündlichen Note setzt du einen Anreiz, wirklich mitzumachen. Und wenn Schüler aber stattdessen ihre Zeit im Unterricht verplempern wollen, indem sie quatschen, stören und so weiter, bedeutet das ja, dass sie nicht fachlich bei der Sache ganz sind. Und ja, es gibt Schüler, die machen vielleicht beides, die stören und sind fachlich aber gut, dann entlanden die halt vielleicht irgendwann bei 0,1, 0,2. Aber du kannst ihnen ja auch sagen, hey, du hättest das Potenzial 0,3 Aufrundung zu holen mit deiner mündlichen Note. Also da ein bisschen sich Überlegungen zu machen und eine mündliche Note zu setzen, mir persönlich hilft das enorm im Unterricht. Ich habe eine viel höhere Aktivität der Schülerin, seitdem ich das ganz klar eingeführt habe und ihnen auch mit einer Tabelle aufgezeigt habe, wie das genau zustande kommt, diese Bewertung. Okay, liebe Anja, ich hoffe, dass dir das hilft und allen anderen Lehrpersonen, die Fachlehrpersonen sind und wirklich so viele Schüler haben. Und ich möchte einfach, dass ihr einen guten Unterrichtsalltag und wirklich Spaß an der Arbeit haben könnt und nicht nur das Gefühl habt, dass ihr durch flüssigen Unterricht, wie es uns die Lehramtsausbildung beigebracht hat, möglichst versucht, Störungen zu vermeiden und so weiter, weil das ist einfach etwas, das ins Endlose geraten kann und einfach deine Energie frisst als Lehrperson. Gut, das wär's für heute. Holt euch ein gutes Buch, benutzt die Bücher links unten, wenn ihr mich unterstützen wollt. Hier noch ein kleiner Hinweis. Bald kommt ein kleines Buch von mir selber raus zum Lehrersein als Berufseinsteiger oder dem Lehrerberuf allgemein. Macht's gut, bis bald. Ciao.